Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von The Forest, vom Wäldchen. Ja, noch ganz kurz dazu. Ja, wir machen heute die Hütte fertig. Ich habe mich über diese Dinge informiert bei Kollegen. Dieses Ding ist unnütz. Das ist einfach nur zur Verschönerung da. So haben sie es mir erklärt. Ob stimmt, weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Nein, das Ding wird nicht fertig gebaut. Obwohl, vielleicht irgendwann mal. Aber nicht jetzt. So. Nicht jetzt, nicht heute. Ich will die Hütte fertig bekommen. Hat Priorität, ihr wisst. So, Headset rutscht. So. Ich weiß, ich muss zum Friseur. Sehe langsam bald aus wie ein Hippie. Aber ist egal. Das ist eh Winter, jetzt brauchen wir eh noch eine Mähne. Und genau. Das heißt, hat Priorität. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob es ein paar von euch gern hätten oder nicht. Also diese Aussichtsplattform, keine Ahnung. Wenn ja, dann tut's mir leid, aber das Haus hat Priorität. Ja. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Hier ist alles voll. Okay, dann würde ich vorschlagen, was bauen wir denn hier? Könnten wir eigentlich schon ein paar. Genau, hier bauen wir ein paar. So, das hier bauen wir hier hin. So. Steine. Haben wir Steine? Nein. Das heißt, dann brauchen wir Steine. Mal ein paar. So. Ich meine, ich habe gerade was gehört. War es aber höchstwahrscheinlich nur eine Einbildung, wenn hier niemand war. Fangen einfach mal an, hier ein bisschen zu holzen. Ich sing das Lied des Baumfällers. So. Ich fäll so einsam den Baum, so einsam. Und dann geht es los, überall ein Geborener. Sie machen mir das Leben zur Hölle. Okay. Ja. Yeah! Baumsurfing. Der Baum musste sterben. Er musste es, er wollte es. Er hat mir viel über seine Probleme erzählt und ja. Man musste einfach sterben, ja, er wollte es, ne? Früher oder später hätten sie Eingeborene gemacht, von dem haben wir ihn von seinem Leiden erlöst und da blinkt so schön, das ist, ja. Was auch geil wäre bei Forest, wenn es Jahreswechsel gäbe, wie Schnee, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, so die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, ich würde es feiern, mir wird es gefallen. Zumal es auch eine ganz andere Atmosphäre gäbe, wenn jetzt hier die Eingeborenen mit Zipfelmützen rumlaufen würden. Und anstatt uns zu essen, einfach mal, was weiß ich, Lurche. Ja, genau, Lurche essen. Ich würde es feiern, mir wird's gefallen. Aber dann wäre es ja kein Survival Game mehr. Wow! War ein Lurch. Den haben wir vom Baum geholt. Alter, habe ich mich verjagt. Alter, huhuhu. So, Nase juckt. Scheiße. Halt. Ja, er fällt in die richtige Richtung. Jetzt hören wir die Baumstämme. Baumstämme. Jetzt holen wir die Baumstämme und bringen sie ins Haus. Dann ist das Haus fertig, dann können wir drin wohnen, yeah. Ohne Toilette, ohne Herd, das ist alles nicht verkehrt. La 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 la. So, jetzt ist aber gut hier. Du sagst es. So, Steine. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Wir sind voll. Wieder einmal. Wie immer eigentlich. Von Steinen sind wir immer voll. Und da oben liegt auch noch ein Baumstamm. Ah, der blinkt und blinkt. Das ist, können wir eigentlich auch mehr nehmen?
Nein, können wir nicht. Ich dachte, es wäre inzwischen behoben worden, aber zwei sind besser als einer. Zwei Baumstämme sind besser als ein Baumstamm. Gib's zu. So. Lalalalalalalalala. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, genau, ich wollte über irgendein Thema, genau, über Mobbing wollte ich sprechen. Ich meine wirklich ernst. Es gibt viele Leute, die, ja, meinen Mobbing, sei cool oder was weiß ich, oder in einer Gang zu stehen und einen runterzumachen, der vielleicht ein Streber ist, was ganz normal ist. Es ist okay. Wenn man Streber ist, dann ist es doch in Ordnung. Ich finde das ganz, ich hab nichts dagegen, ich finde das cool. Dann lernt man, was weiß ich, dann schreibt man Einser Zweier. Wo ist da das Problem? Und sagen wir doch, dann kann man sich die Zukunft sichern. Wenn er einen Traumjob hat, wo die Noten notwendig sind, ja, bitte, dann soll er es machen. Nein, es ist wirklich so. Es gibt, das sieht man oft oder bekommt man oft mit, dass sich Leute gerade in Facebook und was weiß ich, dass sie dort derart gemobbt werden, dass sie sich, das geht hin bis zum Suizid, bis zum Selbstmordversuch und es muss nicht sein. Ich meine, warum? Nur weil man jemanden nicht leiden kann oder weil der mal besser ist als ich, sagt man doch nicht, hey du dumme Fotze. Nein! Warum auch? Dann kann man sagen, dann kann man halt von mir aus denken, ja gut, der ist halt besser wie ich, was ein Arsch, Entschuldigung, aber man kann so denken, aber doch nicht so sagen. Das ist wie als wenn ich in Mathe eine 2 schreibt und der andere schreibt eine 1, ich habe gelernt, er nicht, dann bla, dann ist es auch scheiße. Dass er dann die bessere Note bekommt als ich, klar, dann regt man sich drüber auf, aber das ist ja noch lang kein Grund, ihn dann zu beleidigen. Was weiß ich, als Beispiel. Muss ist nicht immer so der Mobbingfall, aber doch oft. Und die Leute, die mobben oder die gemobbt werden, also die Leute, die mobben, die werden oft selber gemobbt oder haben es in der Familie. Ja, sind da nicht so gut aufgehoben, beziehungsweise haben da ab und zu Probleme mit den Eltern oder im Umkreis oder wo auch immer. Und die Leute, die gemobbt werden, es gibt ja Leute, die werden, also Mobbing ist ja ein Gruppenangriff, in Anführungszeichen. Man beleidigt nicht alleine, man beleidigt zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft. Wenn ich und ein Kollege jetzt, was weiß ich, dich beleidigen, schlagen, Füße stellen, Gehhilfe verpassen, ja, dann ist es Mobbing. Auch, was weiß ich, sagen, du bist scheiße, du auch Gehhilfen, auch einfach mal nur kurz vorbeilaufen, einem Nackendatsch geben, auch das ist Mobbing. Es zählt zum Mobbing, es kann in den schlimmsten Fällen zum Selbstmordversuch führen. Und ich finde, da sollte man sich einfach mal im Klaren drüber sein, was man eigentlich macht. Wenn ich jetzt einen Mob und ich 2 Tage später erfahre, der hat sich umgebracht, dann denke ich auch nicht, toll, der ist jetzt weg. Ein Arschloch schon mal weniger. Nein, es gibt Leute, die denken so, ja, finde ich persönlich scheiße, finde ich traurig, dass sich die Menschheit in diese Richtung entwickelt hat. Aber gut, man muss damit umkommen, klarkommen und ja, wie dem auch sei. Und die Leute, die mobben, die haben oftmals auch irgendwie familiäre Probleme. Ist oft so, nicht immer, aber ist oft so. Oder fühlen sich cool, weil sie einen neuen Kumpel haben. Der meint, er sei cool, weil er andere Kinder mobbt, schlägt, bespuckt, tritt. Das sind alles Gründe für Selbstmord. Und Mobbing ist nicht einmal im Jahr, wo man einmal im Jahr jemandem sagt, hey, du Arschgesicht, du Dreckshurensohn. Nein, Mobbing ist täglich. Mobbing ist, wenn es regelmäßig ist. Täglich nicht unbedingt, aber regelmäßig. Wenn ich jeden zweiten Tag zu dem sag, hey, du Wichser, hey, du Pissnelke. Mit einem Kollegen, mit in einer Gruppe, drei, vier Leute, dann ist es Mobbing. Wenn ich alleine bin, nö, dann spricht man von Beleidigungen. Aber Mobbing ist Gruppenangriff. Ja, Gruppenangriff. Und die besten Anlaufstellen für Mobbing sind einfach, dass man, was weiß ich, Schulsozialpädagoge, Polizei im Ernstfall, Polizei, klar, da brauchen Helfer, klar, ist so. Das da hinten sieht aus, als ob da Darth Vader steht. Klar, wenn man jetzt gemobbt wird, dann kann es sein, dass man so gemobbt wird, dass man gar nicht mehr den Mut hat, irgendwie noch was drüber zu erzählen, weil man dann immer Angst hat, man bekommt doch mehr aufs Maul. Ich finde, das ist klar, wenn man gemobbt wird, wenn man runtergemotzt wird, runtergemobbt wird, klar, dann verliert
dann geht einem irgendwann der Mut schwinden. Klar, ist normal. Aber dann sollte man immer noch ein bisschen Mut haben und das sagen. Man soll einfach denken, ja komm, lass die reden, was weiß ich. Einfach ignorieren. Ignorieren ist die beste Möglichkeit. Ignorieren gegen Mobbing 1A. Weil dann wissen die, hey, guck mal, der reagiert ja gar nicht, das ist langweilig, komm, hör mal auf. So, zweite beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, zurückmobben, Man soll es nicht alles gefallen lassen, sagen wir es so. Wenn man sich alles gefallen lässt, ja, dann saugt man sich das wie ein Staubsauger in sich auf und es ist nicht gut. Das ist wie das ist gleiche mit der Wut. Wenn man Wut hat, die Wut nicht runterschlucken, Wut rausgehen. Was weiß ich, einen Boxsack haben, wo man einfach mal 10, 15 Minuten drauf reinprügelt. Ist völlig in Ordnung. Oder in den Wald gehen, ein paar hysterische Schreie lassen. Ist in Ordnung. Ja. Die Wut halt nur nicht an anderen Leuten rauslassen. Überhaupt nicht machen. Und schon gar nicht an den Leuten, die dich mobben, weil oft sind es die, klar, wenn es alleine sind und du weißt, was weiß ich, wenn du in Taekwondo gehst, der andere spielt Fußball, dann bist du stärker in der Regel. Weil du machst Kampfsport und der andere Fußsport, der kickt mit dem Fuß. Und insofern müsstest du eigentlich der Stärkere sein. Klar, es ist oft so, dass die Leute, die doch stabil gebaut sind, sind auch oft mal, ne, nicht so leicht runter zu kriegen wie jetzt einer, wenn du dünn bist und dann kriegst du auch einen leicht runter, der dünn ist. Klar, man kriegt da welche runter, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben, klar. Aber in der Regel sind dann immer noch die ein bisschen, halten die mehr Stand wie die Dünnen. Also in Anführungszeichen die Normalgewichtigen. Und wenn es jetzt Leute sind, die übergewichtig sind, dann kann man da ruhig sagen, hey, was weiß ich, oder lass den Scheiß oder einfach drüber reden. Dann würde ich die am liebsten einfach in Ruhe lassen, denken, Herr, leck mir am Arsch, du Wichskopf, was weiß ich. Entschuldigung, und den einfach ihr Zeug ausführen lassen. Und wenn er alleine ist, dann. Und das ist oft so. Sie sind in der Gruppe, haben sie die größten Eier. Wenn sie alleine sind, haben sie gar keinen Sack. Dann haben sie gar nichts. Dann sind es einfach nur irgendwelche Wichser, die nun mal leider existieren. Dann sind sie schwach, dann haben sie keine Kraft und was weiß ich. Und so ist es leider. Und Mobbing kommt leider immer häufiger vor, deshalb aus meiner Sicht, wenn man gemobbt wird, einfach ja ignorieren. Best erste Möglichkeit ignorieren. Zweite Möglichkeit mit dem Lehrer darüber sprechen. Und wenn es gar nicht mehr geht, wenn man am Verzweifeln ist, wenn man an Selbstmordgedanken, die leider schon hat, aber am besten mit den Eltern drüber reden und zur Polizei gehen. Die Polizei, die kann da einem echt weiterhelfen, die kennt bestimmte Anlaufstellen. Und die können einem echt weiterhelfen, die können einem echt das Leben retten. Und so soll es ja auch sein. Die Polizei ist dafür da, um zu helfen und nicht dann Feind zu sein. Bei vielen Fußballspielen, die Polizei bekommt. Ich will dann später selber zur Polizei, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Und die Polizei ist nun mal da. Ist auch richtig so, dass sie da ist, weil was wäre die Welt ohne Polizei? Chaos. Es gäbe nur Chaos. Es muss nicht sein. Klar, wenn man, was weiß ich, es gibt Polizisten, die machen Polizeigewalt. Gibt es. Gibt es nicht überall, aber gibt es vereinzelt. Und dann kann man sagen, gut, der Bulle ist scheiße, der Polizist, das ist ein Arschloch, kann man sagen. Eben nicht direkt ins Gesicht, weil der Polizist sitzt am längeren Hebel. Der Polizist sitzt am längeren Hebel und ja, so ist es nun mal. Das ist wie mit den Lehrern. Wenn ihr die Lehrer beleidigt, wenn ihr denkt, da guckt her, das ist, ich lerne nichts, ist eure Zukunft, nicht die Zukunft von den Lehrern. Wenn ihr denkt, hey cool, jetzt lernen wir mal gar nichts, jetzt ziehen wir mal Scheiße drauf, um die Lehrer zu ärgern, ist nix. Ich war selber mal so, ist nix. Denn die Lehrer ist es im Prinzip, ist es eigentlich scheißegal, wie ihr drauf seid. Sie freuen sich, wenn ihr ein Lächeln im Gesicht habt. Freuen sie sich, klar. Aber ihnen ist es scheißegal, ob ihr scheiß gelaunt habt oder nicht, denn sie machen die Noten.
Nicht ihr. Und wenn ihr sie ärgert, dann bekommt ihr sie auch nicht umgestimmt. Komm, jetzt haben wir dem 3 gegeben. Komm, der ist jetzt so scheiße drauf. Komm, dann geben wir noch eine 2 minus. Ne. Ganz bestimmt nicht. Also, wenn's wirklich der gibt, dann. Dann Hut ab. Nein. Mir doch ist wirklich so. Und nochmal zurück zur Polizei. Bei Fußballspielen ist es oft so. Es gibt Fußballspiele, wo zwei verschiedene Parteien aufeinandertreffen. St. Pauli gegen was weiß ich. Ist ein gutes Beispiel. Und so, den können wir noch retten. Und die Polizei ist dafür da, um einfach nur für Sicherheit zu sorgen. Wenn da mit Flaschen geschmissen werden. Dort fliegen Flaschen, dort fliegen teilweise Gummigeschosse. Dort fliegen Feuerwerkskörper auf Polizisten. Es muss nicht sein, ein Polizist ist ein Mensch wie du und ich. Ein Polizist hat einen Job. Das ist ein Beruf, wo du der Gefahr ausgesetzt bist. Klar, du bist, hast als Polizist immer ein bestimmtes Risiko, verletzt zu werden. Klar, das ist normal, wenn es in einem Ringkampf ausartet. Klar, du hast immer das Risiko, dass du einen aufs Maul bekommst. Immer. Ist immer so. Die Gefahr ist da. Muss nicht sein, dass du einen aufs Maul bekommst. Muss nicht sein, aber die Gefahr ist da. Vor allem, wenn es Leute sind, die unter Alkoholeinfluss stehen, unter Drogeneinfluss sogar stehen. Dann, ja, ist es doch oft ein Grund zur Vorsicht. Ist es immer ein Grund zur Vorsicht. Weil diese Menschen sind unberechenbar. Sie sind, mal sind sie sehr kooperativ, sitzen im Streifenwagen, sagst du so, als belehr sie des Besseren, sie werden. Sind vorläufig festgenommen wegen der Straftat, da kannst du sagen, der lässt einen Schrauben, geht auf dich los. Da musst du damit umgehen. Und ich finde, Polizisten haben es im Streifendienst. Sie wissen nie, was auf sie erwartet, was auf sie zukommt. Das wissen sie nie. Und ich finde, da sollte man Polizisten echt respektieren, weil allein ich respektiere Polizisten, ich respektiere jeden Menschen. Jeden. Außer es ist ein richtiges Arschloch, der herkommt und meint, hey, Drecksland. Frage mich, wozu er hier ist. Na, dann kann er von mir aus ruhig wieder Leine ziehen. Habe ich nichts gegen. Kein Nazi. So. Und, deshalb sollte man Polizisten einfach respektieren, weil sie machen relativ viel durch. Sie werden immer mehr Opfer der Gewalt. Polizisten haben einen bestimmten Radius, in dem sie sich wehren dürfen, in dem sie sich wehren müssen. Alles, was da hinausgeht, was darüber hinausgeht, nennt man Polizeigewalt. Wenn ein Polizist Gewalt anwendet, obwohl dies gar nicht nötig ist, wenn er mehr Gewalt anwendet, als er dürfte, Polizeigewalt. Könnt ihr zur Anzeige bringen, ist keine Frage. Zur Info dazu, ob die Staatsanwaltschaft dann dagegen ermitteln wird, andere Sache, denn die Polizei wird oft von der Staatsanwaltschaft gedeckt. Sprich, in Bayern ist es so, die bayerische Polizei, die kann's. Ist echt Hut ab. Was ich damit sagen will, ist, das sind richtige Prügelpolizisten. Ob es stimmt, ob es immer noch so ist, weiß nicht. Ich habe ein paar Dokus drüber gesehen. Habe ich auch so schon zu Ohren bekommen von anderen Polizisten, dass die härter rangehen. Ist völlig in Ordnung. Klar, Bayern ist ein Bundesland mit Tradition. Finde ich lustig. Ja. Deshalb, wie gesagt, sollte man Polizisten einfach respektieren, weil die so oder so schon viel mitmachen. Ihr denkt, ihr wisst, ihr, keine Ahnung, es gibt vielleicht Leute, die machen sich keinen, nicht so viel Gedanken über den Alltag eines Polizisten wie einer, der sich wirklich dafür interessiert, zum Beispiel ein Polizeirassist. Jemand, der Polizei hasst, klar, kann ich verstehen, dass, wenn er schlechte Erfahrungen mitgesammelt hat, dass er dann Feind von denen ist. Absolut nachvollziehbar. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, wenn man auf Polizisten losgeht, sie mit Messern bedroht, was weiß ich, wenn ich ein Polizist bin, mein Kollege wendet an dem Festzunehmenden, er schlägt ihn zusammen, als Beispiel. Muss nicht sein, kann sein, muss nicht sein. Schlägt ihn zusammen. Und dann der andere sieht es, wird polizeirassistisch, geht auf mich los, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Und nicht auf meinen Kollegen. Das finde ich dann grenzt an, ja, doch schon Hass.
gegen Polizisten. Gibt das leider auch sehr verhäuft. Ist in den letzten Jahren, glaube ich, sogar gesunken. Bin ich, müsste gesunken sein. Ja, ist gesunken. Ich glaube, um 1-2%. Ist einiges. Und dann klar, Streifenpolizisten. Sie wissen nie, zu was sie gerufen werden. Sie werden von A nach B geschickt. Was weiß ich, wir haben in der Straße häusliche Gewalt. In der Straße ist ein Mann zusammengeschlagen worden. In der Straße liegt eine Leiche. Sie wissen nie, was sie erwartet. Es kann sein, Streitigkeiten. Hört sich harmlos an, da streiten sich zwei. Toll, du Arschloch, du Wichser, Pissnelke. Der eine zieht ein Messer und dann Hammer's. Da müssen die Polizisten damit umgehen. Das müssen sie in binnen von Sekunden entscheiden. Und das ist auch nicht immer so, weil sie entscheiden über Leben und Tod. Diese paar Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Und deswegen sollte man Polizisten einfach respektieren. Ich weiß, sage ich jetzt etwas öfters, aber es ist wichtig. Es ist, was ist wichtig? Es ist, man sollte sich zu helfen wissen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Dann kann man sich an die Polizei wenden, an die Feuerwehr, an den Rettungsdienst. Je nachdem. Und nee, es ist wirklich so, die Polizei ist in erster Linie da, um Straftaten zu bekämpfen und nicht um irgendwelche, was weiß ich, um irgendwelche Familien-Ehestreitigkeiten auszuhandeln. Wenn sich ein Mann und Frau streiten, in ihren eigenen vier Wänden kann jeder machen, was er will. So. Sollten sich aber dann ein Ehepaar streiten, das so sein, dass ja, dass es die Nachbarn stört, le spricht man von einer Lärmbelästigung. Von einer Ruhestörung, von einer Lärmbelästigung. Warum ist das hier eine Schlammwitze? So, ziehen wir einfach mal an. Und, da müssen Polizisten auch wissen, wie gehen sie damit um. Sie werden da speziell geschult, klar, keine Frage. Aber dennoch ist es für sie immer wieder eine Überwindung. Teilweise Sachen zu widerstehen, die sie so noch gar nicht hatten. Auf eine Person zu schießen, allein schon die Dienstwaffe zu ziehen, auf einen zu zielen und zu sagen, Messer weg oder schieße. Das ist eine Überwindung, weil man schießt auf einen Menschen. Das stellt man sich vielleicht harmlos vor, aber wenn ihr das einmal gemacht habt, ihr werdet das nie vergessen. Oder es wird immer noch im Hinterkopf bleiben. Deshalb bin ich ich bin Feind von Polizeirassisten. Klar, was heißt Feind? Ich bin Feind von den Leuten, die alle Polizisten damit reinbeziehen in diese Scheiße. Wenn ein Polizist jetzt einen zusammengeschlagen hat, klar, der Polizist ist ein Arsch, klar, keine Frage. Aber wenn derjenige dann, der zusammengeschlagen muss, jeden Polizisten da reinbezieht, solche Leute kann ich nicht leiden. Nee. Dann kann er den Polizisten hassen, der ihn zusammengeschlagen hat. Keine Frage, kann ihn auch anzeigen, den Körperverletzung. Je nachdem schwere, leichte, gefährliche oder normale Körperverletzung. Es sind vier verschiedene Unterabteilungen eingegliedert. Die schwere Körperverletzung ist, wenn ein Körperteil das kann der Daumen, der Fuß, das Handgelenk dauerhaft beschädigt werden und nicht mehr richtig funktionieren, dann spricht man von einer schweren Körperverletzung. Die gefährliche Körperverletzung ist, wenn ich einen Hilfsgegenstand benutze, das kann ein Messer sein, eine Gabel, ein Teleskopschlagstock, ein Baseballschläger. Wenn ich die Sachen verwende, um den anderen Gewalt anzuzufügen, spricht man von einer gefährlichen Körperverletzung. So. Die leichte Körperverletzung ist einem wollentlich eine Ohrfeige gegeben, ist die leichte Körperverletzung und zusätzlich auch eine fahrlässige Körperverletzung, denn fahrlässig, ich konnte es voraussehen, wenn ich ihm jetzt in die Fresse haue, wenn ich ihm jetzt auf die Nase haue, ist es vorauszusehen, dass er daher vielleicht einen Nasenbruch erleidet. Nasenbeinbruch ist vorauszusehen. Und wenn das passiert, spricht man von einer fahrlässigen Körperverletzung. Dann gibt es noch die normale Körperverletzung, wenn man jemanden, was weiß ich, dementsprechend blaue Flecken, Symptome zufügt. Das ist dann die normale Körperverletzung. Und so ist das eingegliedert. Dann gibt es, was weiß ich, Abkürzungen wie RTW, kann jeder, Rettungswagen, K-Wache, Kriminalpolizei. 01, Unfallverursacher. Und das sind halt so die Gliederungen, in der die Polizei arbeitet. K-Wache,
KV, Körperverletzung. Ja, das sind wie gesagt so die Gliederungen, in denen die Polizei arbeitet. Und ja. Nee, Ordnung muss sein, vor allem, weil ohne Ordnung kann man nicht arbeiten. Oder schlecht, bedingt. Klar, gut, jeder arbeitet anders. Paar arbeiten im Saustall lieber, paar arbeiten in der Ordnung lieber, ist jedem seins, aber mir persönlich, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt ist, fühle ich mich wohl. Also, was heißt wohl, ist übertrieben dann. Okay, gut, solange ich laufen kann, sagen wir es so. Nee, wirklich, so, wenn man mein Zimmer nicht aufgeräumt ist und ich laufen kann, ist es eigentlich egal. Wenn jetzt aber mein Zimmer sauber ist, fühle ich mich da wieder ein Stück wohl. Das ist wie mit dem Arbeitsplatz. Wenn ich in der Schule sitze, mein Arbeitsplatz ist voll mit Zeug, das ich überhaupt nicht brauche, kriege ich so einen Hals. Wenn er sauber ist, bin ich zufrieden. Ja. Manchmal stört es mich, wenn er dreckig ist, der Schreibtisch, manchmal nicht. Ist jedem das seine. So, ich hoffe, ich hatte es. Ich weiß nicht, ob hier Mobber mitschauen. Was weiß ich, vielleicht denken Sie einfach mal drüber nach, weil, muss alles nicht sein. Mobbing ist verhinderbar. Mobbing kann man verhindern. Wäre auch schön, wenn es das nicht mehr gibt. Ich bin echt kein Freund von Mobbing und werde ich auch so bleiben. So, dann einfach mal, ja, danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, ob ich weiter über solche bestimmte Themen wie Mobbing, Polizei, was weiß ich, reden soll. Schreibt doch einfach in die Kommentare, über welche Themen, wenn ich überhaupt wieder über irgendwelche Themen erzählen werde, was ich so oder so machen werde, über welche Themen ich dann erzählen soll, was wir in der nächsten Folge machen sollen. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!